Wir sind heute hier beim Starlight Express Weinhorn. Der Marcel, Riesenbaby oder Fun Provider und ich, Thomas, oder Firmenlüge. Und das ist der Weinhorn. Genau, Marco, ne? Hallo Marco. Ja, wie kommst du dazu, dass du jetzt Musikgäste bist? Ja, im Grunde Kindheitstraum. Ne? Eigentlich wollte ich schon immer mal ein Fahrgeschäft besitzen und uns hat halt eben die Situation, dass mit unserer Reisegastronomie Zirkus Zirkus, die wir ja jetzt seit Jahren betrieben haben und auch nach wie vor noch betreiben, immer schwieriger wird mit Personal und so weiter. Und dann hatte sich das mit Herrn Nia damals so ergeben, dass der auch Personalprobleme hatte und dann haben wir uns zusammengeschlossen im Grunde und ich habe eine Saison mit dem Musikexpress mit Herrn Nia zusammen gemacht und nach der Saison war eigentlich klar, dass ich das Geschäft übernehmen möchte und das machen möchte in Zukunft und ja, so kam das an und für sich zustande, das Ganze. Wie lange bist du schon in der Schaustellenbranche und was hast du davor gemacht? Genau. Davor kann ich dir nicht sagen, weil ich eigentlich mein Leben lang schon in der Schaustellerbranche bin. Das heißt also, ich bin fünfte Generation Schausteller und bin da drin aufgewachsen und wir waren immer, zwar nur, das ist auch nicht ganz richtig, ich habe ein Kinderkarussell schon mal früher, mein Urgroßvater hatte auch schon Karussells, aber wir haben irgendwann uns mehr in die Gastronomiebranche zurückgezogen, sage ich mal, und haben hauptsächlich Gastronomiestände gehabt auf Volksfesten. Und mit dem Karussell, das ist jetzt ja, im Grunde genommen seit letzten Jahren mal was Neues, mal was anderes. Ja. Was hast du allgemein umgeändert seit der Übergabe oder? Also wir haben den Musikexpress ja, wie gesagt, im vergangenen Jahr noch in einer Partnerschaft betrieben. Da war die Saison schon voll am Laufen im Grunde genommen. Da starten wir die Saison schon, da war nicht so arg viel Zeit noch irgendwie großartig was zu machen. Diesen Winter konnten wir dann wirklich das Ding zu uns zu Hause holen, dann, als dann der Kauf abgewickelt war und haben dann halt angefangen, wirklich komplette Elektrik, Motoren wurden neu gemacht, der Schesenzug ist neu bemalt worden, wir haben den Tunnel neu verblecht, neu bemalen lassen, den ganzen Tunnelbereich von innen und von außen neu gestaltet, halt passend zum Thema Starlight haben wir da so ein bisschen was gemacht. Und das sieht er ja dann nachher auch später im Video, dass wir uns da ein bisschen was einfallen lassen haben. Wir haben viel in Licht investiert, neue Moving Heads gekauft. Wir haben den Tunnel, wie gesagt, mit neuen LEDs bestückt. Wir haben vorne zwei LED-Säulen mit Screens drauf, die individuell bespielt werden können, sodass man Werbung für verschiedene Tage machen kann oder verschiedene Feste. Ja, und da haben wir eine Menge gemacht und wie gesagt auch, es gibt kein altes Kabel mehr in dem Geschäft, wir haben die komplette Technik überarbeitet, also alle Kabelsicherungen, alles ist neu im Grunde genommen wirklich. Ja. Ja gut, Videos von den alten Messen habe ich ja noch, beziehungsweise wo Starlight, der Querstand, habe ich ja noch von Darmstadt, kann ich da auch noch einblenden. Ja, ist halt anders da jetzt mit der LED-Schrift drin. Ist noch gewöhnungsbedürftig, weil der weiße Rahmen ist ja noch so. Ja, der Schriftzug ist im Grunde genommen gerade gemacht worden jetzt. Der war, wie du sagst, vorher schräg. Sah auch nicht schlecht aus. War nur unheimlich schwierig beim Aufbauen. Also es war ein Riesenteil, was man so per Hand dann halt eben hochheben musste. Und die ganze Aktion war doch sehr anstrengend. Und deshalb habe ich mich dazu entschlossen, den Schriftzug gerade zu machen. Dann kann er an Ort und Stelle bleiben. Braucht von uns nicht mehr angefasst werden. Spart also Zeit. Und so als kleine Vorabshow, sage ich mal, für nächste Projekt. Es kommt oben auch noch was drüber an Schrift. Aber das verrate ich jetzt noch nicht, was das wird. Wenn wir schon eigentlich bei der Schrift sind. Starlight hat ja früher schon eine Vorgeschichte, noch unter Nia. Wegen urheberrechtlichen Gründen Starlight Express. Genau.
Also da hat man die Brücke gezogen damals zu dem Starlight Express in Bochum, was ich eigentlich persönlich auch eine super Geschichte finde, weil klar, Musik Express und Starlight Express passt natürlich bestens zusammen. Und nur halt, wie du sagst, die Urheberrechte waren da die Schwierigkeit. Irgendwann kam dann jemand, der dann festgestellt hatte, dass der Herr Nia natürlich ein paar Motive aus dem Bochumer Starlight Express genommen hat und die auf seine Front gemalt hatte, und auch auf dem Tunnel waren teilweise Figuren, bekannte Darsteller aus dem Musical halt zu sehen und dort drauf gemalt. Und dann gab es urheberrechtliche Probleme. Man musste dann auf irgendeiner Veranstaltung die ganze Front und den Tunnel wurde mit Lackfolie übergehangen, damit praktisch das nicht mehr erkennbar war, was es Starlight Express Bochum darstellte. Und dann wurde von Herrn Nia praktisch das Geschäft auch in der Folgesaison oder im Winter dann so überarbeitet. Er hat eine neue Front gebaut und auch neu bemalen lassen, sodass halt die Motive des Starlight Expresses alle verschwunden sind. Und für mich dann war das im Grunde genommen mit dem Namen Starlight, den wollte ich natürlich behalten. Und dann habe ich also quasi gesagt, okay, was ist Starlight für mich? Was bedeutet es für mich? Und dann sind wir halt auf dieses Raumfahrtthema gegangen und haben halt gesagt, okay, Starlight, Weltraum, Universum, die Weiten des Alls, und da machen wir auch was raus aus dem Thema. Und gestalten den Musikexpress halt eben so um, dass es zum Thema passt. Dementsprechend auch neue Bemalung am Tunnel und im Tunnel natürlich drin, da haben wir alles umgestaltet, dass es zu dem Thema Raumfahrt passt. Ne? Jason sind noch gleich geblieben mit Musiksymbolen. Genau, die sind ja grundsätzlich so geformt vom Hersteller mit den Notenschlüsseln quasi. Und dann müsste man ja jetzt komplette neue Verkleidungen anfertigen. Und das wäre ein bisschen in Kosten. Ja. Ja. Machbar wäre es schon, aber nach einer gewissen Zeit. Klar, es gibt ja auch diesen Jaguar Express, da sind ja dann so Jaguar als Form, die gibt es ja auch, diese Form mit Dschungel. Mhm. Aber ich finde es nach wie vor immer noch mit den Noten am besten. Jetzt müsste man ja kleine Raumschiffe draus machen. Ja, eben. Oder Kometen. Ja. Was mir auch noch aufgefallen ist, dass dein Musik Express keinen mehr hat, sondern normaler Aufbau und nicht mehr. Ja, also das war vorher schon so, das habe ich schon so übernommen. Da war mit Sicherheit mal irgendwann ganz früher mal ein Hebel drin, also im Grunde Lichtleisten oben im Dachstuhl. Aber die hat man wohl irgendwann weggelassen. Aber wie gesagt, ich habe den schon so übernommen. Es waren vorher noch mehr Traversen drin mit diesen paar 64 Scheinwerfer. Ich habe ein paar Moving Heads reingekauft, die waren vorher nicht drin, und habe die Moving Heads halt aufgehangen. Ja, dann flogen da auch diese Lichtgitter raus, sage ich mal, mit den paar Scheinwerfern, weil die doch damals sehr, sehr viel Strom verbraucht hatten. Und haben die ersetzt gegen die neuen Moving Heads reinkommen. 6 Stück innen und 2 außen. Genau, außen haben wir 2 Outdoor Moving Heads, ne? Und die 6 hier drin. Und die machen eigentlich ein schönes Bild, finde ich, abends, so ein schönes Farbspiel. Du hast deine Dachschräge beleuchtet. Okay, ja, stimmt, genau. Habe ich auch gemacht diesen Winter neu. Bei LED-Scheinwerfer eingebaut, um da oben so ein bisschen ein paar Farbflecke noch reinzubekommen, sage ich mal. Ich finde, das ist auch ganz gut gelungen, wenn du den Unterschied dir anschaust, wenn man das anschaltet und ausschaltet. Könnt ihr jetzt in der Kamera gerade nicht sehen, aber für uns kann ich es ja mal machen. Halt schon was ganz anderes, ne? Wenn das an oder aus ist. Also macht den ganzen Raum ein bisschen größer und finde ich auch ganz gut. Haben wir ausprobiert, hat uns gefallen und haben wir dann umgesetzt. Ja. Genug in der Kasse gesetzt, jetzt gehen wir mal runter zum Mittelbau. Wir sind jetzt hier unten im Mittelbau, unterm Fahrgeschäft von Starlight Express. Der Musik Express. Starlight Express ist ja namensgeschützt. Genau. Was für einen Antrieb hat dieser Cosmont-Fahrgeschäft? Ja, also wir haben insgesamt 5 Motoren, die zusammen eine Leistung von 50 kW leisten.
also jeder 10 kW und das Ganze ist so, dass die also an den Auslegern montiert sind. Hier oben kann man das ganz gut sehen und werden dann mit Keilriemen auf die Radtrommel übertragen und die Leistung geht da drauf und dann geht das los. Was für Geschwindigkeit erreicht der Musik Express? Also eher Umdrehung wird ja hier berechnet auch, ne? Genau, die Umdrehungen liegen bei 14 Umdrehungen die Minute. Schneller darf er laut Baubuch nicht und die 14 Umdrehungen, die macht er auch. Ja, die haben wir also voll ausgeschöpft sozusagen. Es ist schon durch die Fliehkräfte schon recht ordentlich, wenn man damit fährt. Im fünften Gang ist schon, da geht schon was vorwärts. Was ist der Unterschied oder gibt es da andere Eigenschaften als bei einem Musik Express von Mack oder von einem Ferz? Gut, ich, soweit mir bekannt ist, jetzt bin ich ja auch neu in der Branche, aber soweit mir bekannt ist, sollen die Ausleger deutlich stabiler gebaut sein hier. Überhaupt insgesamt soll der ganze Stahlbau auch beim Cosmond stärker bzw. schwerer sein, höher dimensioniert. Macht natürlich beim Auf- und Abbau mehr Schwierigkeiten, klar, weil natürlich das Material auch schwerer ist und so weiter. Allerdings hat es dadurch auch bei den Cosmond Musik Expressen weniger Probleme mit der neuen D-Mom gegeben, weil die einfach schon vorher grundsätzlich ein bisschen stabiler waren, wohl wie der Mack, und dadurch halt auch die Umbauten nicht ganz so umfangreich waren, soweit mir das bekannt ist. Dieses Karussell ist ja Baujahr 80, soweit ich weiß. Dass es da vorher Baupläne gab. Wer jetzt auch den ersten auf den Markt gebracht hat, Mack oder Cosmond oder so, das kann ich gar nicht, weiß ich wirklich nicht. Das kann ich nicht beantworten. Mhm. Ja, klar. Das wisst keiner. Ich habe mich mit der Geschichte da nicht so auseinandergesetzt. Diesen Jahr hat die Firma Rasch mal ursprünglich bestellt und angeschafft. Und danach ging er dann an die Firma Wagner. Gießener Raum, und dann hat dann irgendwann die Firma Nia den Musik Express gekauft aus Kassel, und die hatten den ja jetzt auch bis zum Schluss, jetzt bis ich übernommen habe letztes Jahr, das Geschäft dann auch viele, viele Jahre gefahren. Was musstest du hier unten an der Dienung ändern? Im Grunde genommen haben wir hier unten die ganze Elektrik im Mittelbau verbaut. Die Elektrik musste natürlich angepasst werden auf die neue DIN-Norm. Das heißt, wir haben einen Frequenzumrichter drin, Überdrehzahl musste rein und so weiter. Also da im Grunde genommen haben wir auch jetzt in den Wintermonaten, in der Corona-Pause sozusagen, die komplette Elektrik erneuern lassen. Ich sage immer so schön, es gibt eigentlich kein einziges altes Kabel mehr. Wir haben wirklich alle Leitungen erneuert, alle Sicherungen erneuert. Alles ist dort gemacht worden, was man eigentlich machen kann, von vorne bis hinten. Also man kann wirklich sagen, rund erneuert, wurden neue Schaltkästen verbaut und alles auf dem neuesten technischen Stand. Das Karussell ist zwar, wie gesagt, vom Baujahr her 40 Jahre alt, aber die Technik, die da drin steht, die ist jetzt auf dem neuesten Stand der Dinge und darum auch von der DIN-Norm her jetzt komplett umgearbeitet und passt jetzt. Und ja, sind ganz zufrieden, funktioniert auch alles Gott sei Dank sehr gut. Waren froh, dass wir mal aufbauen durften, damit wir mal gucken können, ob das Geschäft auch im Normalbetrieb und nicht nur bei uns in der Halle halt auch mit Personen und mit Gewichten und so weiter auch so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Da wir ja auch die Motoren erneuert haben, wie gesagt, sind 5 neue Motoren reingekommen. Die alten Motoren gibt es so nicht mehr und dann mussten wir halt auf was anderes umschwenken und ja, Typenschilder waren nicht mehr wirklich vorhanden auf den alten Motoren und trotzdem konnten wir aber einen noch so ein bisschen entziffern, was da so verbaut war, und haben jetzt, wie gesagt, neue Motoren, auch mit neuester Technik, mit Bremsen etc., alles was dazugehört, wenn man auch Nothalt machen kann, alles dran, und ja, bin damit mit der Anlage bis jetzt sehr zufrieden. Ihr habt ja Motorantrieb direkt an der Achsen. Genau. Bei Ferz ist ja der Antrieb ja direkt unter Mittelbau. Genau. Der wird ja direkt angetrieben. Genau. Ich habe das einmal gesehen, dass es Reifen gibt, die auf Mittelbau montiert sind, die dann praktisch den Chassiszug antreiben. Ja, bei uns ist es tatsächlich so, dass alle 5 Motoren direkt an den Auslegern montiert sind und die Kraft direkt da vorne steckt, wo sie hingehört sozusagen. Ne? Sogar 5. 5 Stück, ja. Bei Max sind 4. Ja, 5 Motoren.
Und ja, Kraft hat er genug, also das funktioniert gut, können wir uns nicht beschweren. Das läuft vorwärts wie rückwärts wunderbar. Was muss man bei der Wartung achten? Naja, zur täglichen Wartung gehört natürlich, dass wir uns jeden Morgen uns anschauen, unser ganzes Unterlegholz. Ob das Geschäft ist ja ständig in Bewegung, ist ja normal. Das ist ja bei allen Fahrgeschäften so, dass man einfach schaut, ob die ganzen Unterlegstellen alle noch da sitzen, wo sie hingehören, dass das auch alles fest ist. Gibt mal die eine oder andere Stelle, die sich so ein bisschen im Fahrbetrieb mal lockert, sage ich mal. Da muss man dann schon schauen, dass man das wieder fest bekommt morgens, das gehört dazu. Wir kontrollieren jeden Morgen die Schienenschrauben, überhaupt allgemein. Sämtliche Bolzen an den Chaisen werden jeden Morgen kontrolliert. Im Rückenbereich der Chaisen gibt es eine Spannstange, die wird immer kontrolliert, ob die fest ist, Trittbretter. Also so wird wirklich jeden Morgen nachgeschaut, ob alle Bolzen da sind oder auch auf Verschleiß geachtet, ob irgendwelche Dinge sind, die auffällig sind. Da gehen wir jeden Morgen einmal durch und schmieren natürlich auch mal hier und da ab. Klar, sind alles Lager, die ganzen Räder sind alle, muss mal abgeschmiert werden. Der Drehkranz in der Mitte muss mal abgeschmiert werden, ganz klar. Das sind so die Sachen. Dann gucken wir auf Spannung unserer Keilriemen bei unseren Motoren, dass die Keilriemenspannungen alle passen. Und auch da natürlich Sichtkontrolle, Schrauben, Bolzen an den Motoren, ob da alles in Ordnung ist, die Kabelwege hier, also praktisch alle beweglichen Teile werden jeden Morgen nachgeschaut, bevor wir dann in den Fahrbetrieb gehen. Wenn man ja schon links und rechts neben uns schaut, sieht man ja eure große Bellanlage. Ja. Wie viele Subs habt ihr verbaut? Also insgesamt sind es jetzt 6 Stück, also wir haben 4 große Bässe, diese 50er Bässe von Bell und hier hinten im hinteren Bereich nochmal 2 kleine oben drauf. Und oben am Geschäft sind dann noch von Bell 12 Top-Teile verbaut. Und ja, das macht dann die neue Musikanlage aus. War früher eine Musikanlage der Firma Kurt verbaut. Allerdings ist die Musikanlage in die Jahre gekommen, muss man ganz ehrlich sagen. Die ist also wahrscheinlich wirklich für das Geschäft mal ursprünglich gebaut worden und so lange war sie auch dran. Und es gab dann immer mal wieder ein paar kleinere Probleme, was eine Anlage natürlich auch nach 40 Jahren mal haben darf. Dann ist mal ein Bass ausgefallen, dann war mal hier was, war mal da was. Und dann irgendwann habe ich gesagt, bevor wir jetzt anfangen, eine 40 Jahre alte Musikanlage wieder instand setzen zu lassen für einen Haufen Geld und hast dann danach immer noch eine alte Musikanlage. Da werden mich natürlich alle Kurt-Fans töten jetzt wahrscheinlich, die natürlich alle sagen, ja, es gibt nichts Besseres wie Kurt und Ulmburg. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mit der Firma Gerd Meyer, sprich Bell, früher schon, als ich in meinem Festzelt oder mein Festzelt hatte, mit Bell schon zusammengearbeitet und war mit dem Service der Firma Bell immer sehr zufrieden. Und deshalb war für mich auch der erste Telefonanruf, als ich gesagt habe, wir brauchen eine neue Musikanlage, habe den Gerd Meyer angerufen, habe gesagt, Gerd, komm her, guck dir das an, stell mir was zusammen, wir brauchen hier Musik. Und das haben wir dann auch so gemacht. Und also ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Wir haben halt auch wirklich darauf geachtet, dass wir eine Musikanlage haben, die man so einpegeln kann, dass halt auch die Musik am Geschäft ist und nicht beim Nachbarn gegenüber auf der anderen Straßenseite. Ja, es gab ja jetzt in den letzten Jahren immer Probleme mit Lärm und Spitzen und Limitern und was nicht alles, weil es halt einfach auch natürlich oft übertrieben wurde. Wir haben halt eben versucht, die Musik am Geschäft zu behalten und nicht über den ganzen Platz zu jagen. Wobei wir das natürlich auch könnten, wenn wir wollten, aber ja, das ist gar nicht unser Ziel. Wir wollen schauen, dass die Fahrgäste hier einen guten Klang haben und wir haben es ja eben gerade schon mal vor dem Interview besprochen, nicht nur im vorderen Bereich des Karussells, sondern auch im Tunnel habe ich Wert drauf gelegt, dass sich da auch die Musik noch gut anhört, weil die Leute sollen eine komplette Fahrt haben und nicht nur eine halbe und den Tunnel gucken wir uns ja auch noch an, den wir ja umgestaltet haben, deshalb denke ich mal, da sieht man dann auch wieder, für mich war wichtig einfach, dass die Fahrgäste eine komplette Fahrt haben und nicht nur eine halbe. Ja, klar. Ja gut, ja, bei Bell, also ich bin auch, mache nebentätig Licht- und Tontechnik und klar finde ich, allgemein sind ja die ganzen Lautsprecher ja mit Holz bestückt, also gehäusemäßig sind ja auch robuster und schwerer und Kunststoff hat sich halt allgemein ja mehr auch in, sagen wir mal so, im Wetterbereich, also Witterungen, ja, mehr
durchgesetzt als Holz. Also bei den alten Musikanlagen, die ich natürlich auch hatte, ich hatte auch von Kurt Anlagen, die haben wir also jedes Jahr einmal im Grunde genommen abgeschliffen, neu lackiert etc., weil die natürlich auch ihre Gebrauchsspuren hatten. Bei den Kunststoffgeschichten hier, die sind einfach total unempfindlich. Ne? Also das kommt natürlich auch noch dazu, witterungsbeständiger vielleicht, ja, mag sein. Ich denke, wenn man die in Schwimmbecken taucht, dann sind die genauso kaputt wie einer, der aus Holz ist. Na, aber nein, also wir sind, wie gesagt, ich bin damit zufrieden gewesen und ich finde, die hat auch einen ordentlich guten Klang. Und deshalb sage ich ja, ich habe also nie die Gedanken da irgendwie gehabt, was anderes zu tun. Ja, weil wir einfach auch von dem Service, das ist ja auch wichtig, dass du nicht nur einen Klang hast, sondern dass du auch wirklich jemanden hast, der an deiner Seite ist, wenn dir ein Mischpult ausfällt oder dir fällt, was weiß ich, ein Verstärker wirklich mal aus. Oder wir hatten es jetzt in Kassel, da ist ein so ein Bass runtergefallen aus dem Packwagen tatsächlich beim Ausladen. Und dann war der Magnet des Basses gerissen. Und damit war natürlich der Bass hinüber. Und dann habe ich auch da angerufen und habe gesagt, Mensch Gerd, kommst du durch Zufall Richtung Kassel? Ich habe da wusste ich aber noch nicht, was mit dem Bass los ist. Da gibt es ein Problem. Ich sage, wir haben natürlich genug Bass. Das ist jetzt nicht so, dass wir den mit aller Gewalt hier brauchen. Du musst jetzt nicht extra kommen. Mhm. Aber natürlich, man will das ja dann auch alles in Ordnung haben. Und ja, zwei Tage später war er dann da und hat mir da schnell einen neuen Bass eingebaut. Man sieht es an dem da auch noch, der fehlt noch die Abdeckung im Grunde genommen. Ah, der Akustikschaum, ja. Da muss noch der Schaum wieder draufgeklebt werden. Und dann ist der auch wieder komplett. Also da ist ein neuer Woofer reingekommen. Und der Service ist eigentlich wirklich aus meiner Erfahrung aus dem Bierzelt. Wir hatten mal so einen Abend, Samstagabend, DJ-Veranstaltung, Mischpult kaputt. So, und kein Ton und Disco. Und ja, und was machen wir denn jetzt? Und dann fängst du am Samstagabend an zu rudern. Naja, und dann hat sich also jemand von der Firma Bell ins Auto gesetzt und hat mir Mischpult mal eben schnell gebracht. 150 Kilometer am Samstagabend hat das alte mitgenommen und ich habe genau die Reparatur bezahlt und das war's dann auch. Also das waren halt so Dinge, die einen einfach dann nachher überzeugen, wo du sagst, wenn du mal ein Problem hast, hast du da auch einen Partner an der Seite, der dir auch hilft. Ne? Ja, nochmal zur Wartung. Ihr habt ja unten eine schöne Fernbedienung. Genau, wir haben also eine Fernbedienung eingebaut hier unten, so dass ich also quasi das Karussell von hier unten im ersten Gang vorwärts und rückwärts steuern kann. Kann hier den Umrichter einschalten, die Bremse bedienen vom Karussell und natürlich auch fahren damit vorwärts, rückwärts, so dass wir unsere Wartungsarbeiten machen können jeden Morgen, weil wir einfach hier von unten auch gucken müssen. Früher musste immer jemand oben im Fahrstand sitzen und dann hat man immer hier hoch und runter geschrien, fahren wir ein Stück vor, wie das halt so war. Das hat mich letztes Jahr so ein bisschen genervt in der Saison, wo ich das Karussell das erste Mal hatte. Und dann habe ich gesagt, wir müssen irgendwas machen, dass wir hier praktisch von hier unten auch steuern können. Na? Und das geht Anne für sich ganz simpel. Man drückt einfach nur auf den Vorwärtsknopf und das Ganze fängt an sich zu bewegen. Müssen wir noch mal ein bisschen den Kopf einziehen. Ja, und wie gesagt, festhalten, dann läuft das Karussell. Wenn ich loslasse, rollt es aus. Und klar können wir das Ganze natürlich auch rückwärts steuern, ne, falls man mal zu weit gefahren ist oder in die andere Richtung möchte. Und natürlich auch von hier bremsen das Ganze. Ne? Geht auch. Ja. Und zu den Wartungsarbeiten ist im Grunde genommen zu sagen, ich fahre mir dann die Motoren so hin, dass ich da rankommen kann. Und dann fangen wir halt wirklich hier an und schauen hier immer diese Spannschraube nach. An dieser Schraube wird praktisch der Motor in die Keilriemen gedrückt hier drüben. Mhm. Und dass die Schrauben natürlich fest sind. Wir kontrollieren jeden Tag, ob die Schrauben schön fest sind. Wir gucken die Motoraufhängung nach, gucken uns den allgemeinen Zustand an. Ist mit den Kabeln alles in Ordnung, weil das ja alles beweglich ist. Ne, schauen uns die Keilriemen an, ob die Keilriemen in Ordnung sind. Hat auch jeder Musikexpress eigentlich, hat hier oben Reservekeilriemen liegen. Dazu muss man wissen, ab und zu geht auch mal einer kaputt. Das ist ganz normal, das ist normaler Verschleiß. Und, oder wenn sie nicht gut aussehen, dann werden sie auch ausgetauscht. Muss allerdings wissen, dass die Keilriemen nicht von vorne her über die Trommel passen. Mhm. Die sind einfach zu klein. Man müsste dann wirklich anfangen, von der Mitte her die Keilriemen hierher zu holen. Und das ist ein Riesenaufwand, ne? Den Ausleger ausbauen, die Schäse hier ausbauen und um dann hier das Ding, um die Keilriemen herzuholen. Deshalb macht man das gleich von vornherein am besten, dass man sich da gleich mal so 4-5 Stück hinhängt und dann hat man da auch seine Ruhe. Ne? Ach, da oben links, ja, schön. Ist,
Genau, hier oben kann man die sehen. Das sind also die ganzen Reservekalorien, die hier nur hängen, damit sie im Zweifelsfall mal aufgemacht werden. Und dann nochmal den Motor absichert im Fangseil, dass er nicht komplett runterschlägt. Genau, das habe ich auch gemacht. Das war vorher auch nicht der Fall. Genau, ich habe da nochmal so Sicherheitsseil dran gemacht, einfach das wirklich, falls mal, es ist immer alles doppelt und dreifach gesichert, weil es müsste ja theoretisch, müssten alle fünf Keilriemen reißen und die Schraube müsste brechen, bevor der Motor dann, sagen wir mal, runterschwingt. Dann hat er ja da drüben auf der anderen Seite, ist er noch mit einem riesen Bolzen befestigt, also runterfallen tut er im Grunde genommen auch nicht. Wenn er aber wirklich, sagen wir mal, durchhängen würde, also gesetzt den Fall, die Schraube wäre gebrochen und diese Keilriemen würden sich verabschieden, was eigentlich ja nahezu unmöglich ist. Aber wenn, würde der Motor nach unten durchhängen und würde es dann nicht mehr hier über den Mittelbau schaffen, weil dann da nicht genug Platz ist, dass er da also störungsfrei drüber laufen würde. Das heißt, er würde dann im schlimmsten Fall vor den Mittelbau knallen und deshalb habe ich nochmal, ja, zur Vorsicht nochmal Fangseil dran gemacht, damit sich das Ganze nicht nach unten verabschieden kann. Ne? Ja. Naja, Sicherheit ist groß geschrieben. Ja, man hat einfach ein besseres Gefühl, ne? Darum geht es ja auch. Manche Sachen sind nicht vom TÜV nicht unbedingt verlangt, aber lieber mal einen Schritt weiter gedacht, wie ein zu wenig. Ne? Das ist halt uns auch ganz wichtig, wirklich, wir transportieren einfach Menschen. Das ist halt was ganz anderes, wie ich halt gewöhnt war vorher. Wir haben ja vorher nun in der Reisegastronomie waren wir ja nun jahrzehntelang tätig und natürlich mussten wir da auch immer darauf achten, dass unsere Ware in Ordnung ist und dass wir da den Hygienestandards entsprechen. Aber sagen wir mal so, wenn du da mal einen Fehler machst und die Bratwurst ist ein bisschen verbrannt, dann wird nicht gleich jemand sterben. Hier tust du halt viele, viele Menschen befördern und deshalb denke ich, ist es immer wichtig. Und deshalb haben wir ja Gott sei Dank in Deutschland auch allgemein so wenig Unfälle bei Karussells, weil ich glaube, dass auch meine Kollegen da einen richtig guten Job machen hier in Deutschland und wir alle, glaube ich, sehr bedacht darauf sind, dass an unseren Karussells alles in Ordnung ist. Ne? Da bin ich ja nicht allein, das machen die anderen ja auch alle. Ne? Ja. Ja, ansonsten ist noch neu hier unten, wir haben jetzt, also weil wir bei Föhnwalderin waren, 13.8.14, wir haben auch diese Fangehaken hier eingebaut. Das sind im Grunde diese Eisen, die hier drüber liegen nochmal. Also gesetzt den Fall, weiß nicht, ob man das hier vielleicht ganz gut sehen kann an dieser Seite. Also wenn dieser Haken, wo die ganze Schäse quasi drauf sitzt, abbrechen würde, dann würde praktisch der zweite, doppelte Sicherheit, der zweite Haken reinfallen. Und dann würde die Schäse quasi nicht nach unten durchfallen. Ne? Sonst würde ja praktisch, wenn hier wirklich das Eisen abbrechen würde, diese Schlaufe, würde die Schäse nach unten durchfallen können. Ist, soweit ich informiert bin, das noch nie passiert. Aber wie gesagt, die neue DIN-Form schreibt halt einfach vor, da gewisse Veränderungen zu machen. Und die haben wir auch, die sind statisch berechnet. Ein Riesenaufwand, ist eigentlich ein kleines Metallteil, aber ist natürlich, wenn das vom TÜV geprüft werden muss und auch Festigkeit und dann ist das natürlich alles ein riesen bürokratischer Aufwand, den man da von uns abverlangt und gut, sie sind jetzt drin und ja, jetzt hat natürlich 40 Jahre auch ohne diese Dinger funktioniert, jetzt haben wir sie dran, ich gehe mal davon aus, dass es auch die nächsten 40 Jahre jetzt damit funktioniert. Wir sind jetzt im neuen Tunnel. Genau. Starlight. Richtig. Was nicht jeder Express zurzeit hat. Wir haben den Tunnel versucht zu thematisieren, das heißt, wir haben versucht den Tunnel zu thematisieren, wir haben hier mit verschiedenen Dekorationen, die alle im UV-Bereich sind, das heißt also die leuchten auch alle, wir haben Laser verbaut, machen hier so eine kleine Lasershow auch drin im Tunnel und sind halt auf dieses Thema Universum und so Dinge eingegangen hier im Tunnel mit Weltall, mit phosphorisierenden Farben, 3D-Dekorationen und wollten halt einfach mal was ganz anderes machen, weil ich kenne es selber nur so, wenn ich als Fahrgast im Musikexpress war, dass man immer durch so einen kahlen Raum gefahren ist. Und als wir dann selber den Musikexpress Starlight übernommen haben und ich wollte halt auch versuchen, dieses Thema Starlight
ja, irgendwie noch was Besonderes zu geben. Halt einfach zu sagen, ich hätte gerne ein themenorientiertes Karussell, nicht nur einen Namen, sondern halt auch, dass man das Ganze sich halt im Betrieb auch widerspiegelt. Und ja, dann war es mir relativ schnell klar, dass wir hier hinten alles abdunkeln und dann dementsprechend mit den passenden Dekorationen das Ganze so ein bisschen raumfahrtmäßiges Feeling hier reinkriegen. Und ich denke, das ist uns auch ganz gut gelungen. Wie gesagt, in den Abendstunden, wenn es dann richtig schön dunkel ist und die ganzen UV-Lichter so ihre ganze Kraft entfalten, dann ist es natürlich noch schöner wie tagsüber. Aber durch unser Abhängen mit dem Bühnenstoff ist es dann auch uns gelungen, das doch auch tagsüber recht dunkel hier hinzubekommen. Ne? Ja, Molton ist ja sicher, das ist ja unbrennbarer Stoff, B2. Genau, richtig, ist also zertifiziert, ne? Und das halt auch die Dekorationen sind insgesamt alle auch imprägniert und so mit so einem unbrennbare Flüssigkeit quasi getaucht, sodass die alle schwer entflammbar sind, die ganzen Dekorationsteile, dass wir da auch keine Probleme kriegen mit der Baueraufsicht. Ja, und sind natürlich auch eigentlich von den Besuchern nicht zu erreichen. Von den Fahrgästen kommen mit ihren Händen da nicht dran. Und ja, ich denke, wie gesagt, es ist uns ganz gut gelungen. Mir gefällt es richtig gut. Und so wie ich mich kenne, bin ich da auch noch nicht ganz am Ende. Also da werde ich noch... Gibt es da Luft nach oben? Da gibt es immer Luft nach oben, weil ich immer verrückt genug bin, immer noch irgendwas zu machen. Ja. Ich scheue mich nicht vor Arbeit. Das war auch bei unserem Imbissbetrieb auch schon so. Da gab es immer noch ein paar Fähnchen und noch ein bisschen Licht und noch ein bisschen was. Und ich denke, das wird ja auch in den nächsten Zeit noch, soweit Corona uns das natürlich zulässt, auch wird sich das weiterentwickeln immer noch. Ne? Aber ich finde, wie gesagt, jetzt so schon, ist schon gut gelungen. Für die ersten Ideen ist das schon ganz schick geworden. Was für eine Maschine hast du am Geschäft? Ja, da kommt wieder die Technikfrage. Das ist wieder der Moment, wo ich wieder da stehe, da kommt Rauch raus. Wenn man so genau guckt, ist es dasselbe. Ja, das ist da vorne, das ist genau so eine und so vorne habe ich noch eine andere, ich glaube Atari oder was heißt die, ne? Atari gibt es, ne? Ja, genau. Atari. Also das eine ist die Atari und das andere ist die Travel. Genau, richtig. Zwei Nebelmaschinen, eine, die jetzt wirklich nur dafür da ist, den Tunnel immer so ein bisschen einzurauchen, so dass man die Effekte alle ein bisschen sieht, die Laser, die verbaut sind und die andere ist halt vorne für den eigentlichen Fahrbetrieb. Und die hier hinten, die ist automatisch, also die macht praktisch, steuert sich von alleine. Die hat einen Automodus, die pumpt hier alle paar Minütchen so ein bisschen Nebel rein, dass einfach die Effekte gut zur Geltung kommen. Ja, was ich gesehen habe, der Laser ist ja von Cameo, Luke-Serie. Ja. Und der kleine, wo die ihr noch hängen habt, ist ja nur stinknormales Flower Laser, kann man so sagen. Genau. Also wir haben insgesamt da mal drei Stück. Der eine kleine, der hat auch noch so einen Lichteffekt dabei. Ah. Na, der hat also auch LEDs mit, also der macht also gleichzeitig auch ein bisschen Licht. Und dann haben wir hier einen über uns hängen direkt noch. Das ist praktisch einer, der nur so Strahlen macht, dass du halt nur reinfährst in den Tunnel, den das Gefühl hast, du fährst in so einen Sternenhimmel, rein. Und halt eben hinten der große Arme für sich, der so sein Farbspiel da macht. Der ist natürlich der schönste und der stärkste und war auch nicht der günstigste. Ja, kenne ich. Laserbereiche, die sind teuer, wenn man mehr will oder aber so. Aber die machen halt tolle Effekte und gefällt mir, wie gesagt, sehr gut. Ja, hier hängt aber kein Treiber da drin. Das wäre ein bisschen zu heftig für die Leute und natürlich auch eingestellt nach, was die Laserschutzverordnung hergibt. Genau, die sind also noch in dem Bereich, wo du halt eben keine besonderen Zertifikationen brauchst, um Laser betreiben zu dürfen, sodass er auch total unschädlich für unsere Fahrgäste ist. Also wenn du da mal so einen Strahl zufällig abbekommst im Auge oder wie auch immer, musst du nicht die Angst haben, gleich zu erblinden. Wie gesagt, dadurch, dass wir hier im dunklen Raum sind, brauchen wir ja auch nicht mit ganz so starken Lasern arbeiten. Die sind ja trotzdem gut sichtbar dann noch durch die Dunkelheit. Eben. Ja. Zurück in die Kommandozentrale bei Marco. Wir waren jetzt überall am Teil vom Geschäft. Wir haben uns jede Schraube angeguckt. Fast jede. Aber uns fehlt jetzt noch ein einziges Teil. Das Steuerpult. Okay. Ja, das haben wir hier, ne? Ja. Jo.
Was gibt es denn hier zu hören? Also im Grunde genommen kannst du sagen, ist der ganze untere Teil, das ganze Licht, alle möglichen Lichtdinge, die man steuern und einschalten kann von hier. Die Fahrstufen sind hier oben von 1 bis 5, Stopp, Bremse und vorwärts, rückwärts, und aus, klar, Steuerung ein, aus. Und wie gesagt, alles andere ist hauptsächlich das Licht, das Ganze zu steuern. Ne? Haben wir das iPad noch für die Roaming-Steuerung. Hier haben wir noch die Steuerung für die Powerleds, also die LED-Strahler, die verbaut sind. Und klar, Musik, Jinglebox. Ja, und dann sind wir eigentlich auch schon durch damit. Flammenwerfer. Genau, Flammenwerfer haben wir auch neu. Da ist noch ein Pult da in der Ecke. Das ist aber im Moment provisorisch. Da kommt noch... Ich gehe mal davon aus, dass ich den einen Schalter, den ich hier so tot habe, das wird wahrscheinlich mal mein Feuerschalter werden. Machen wir vielleicht die Vorarbeiten. Haben wir noch einen über. Dann bedanken wir uns für den tollen Aufenthalt hier im Express. Na, Starlight, der Musik-Express. So, jetzt gibt es auch die Kinder. Ja, war schön bei euch oder mit euch. Und ich wünsche euch noch viel Spaß hier, ne? Ja. In Monem, Land Ronner. In Monem. In Monem.